Hallo, willkommen zurück. XCOM Enemy Within. Wir haben das UFO gerade uns geholt, zweimal verletzt, einer kritisch, aber gut. Unsere Spezialisten haben die Erforschung der Meldsubstanz abgeschlossen. Wir sollten entweder ein Genlabor oder ein kybernetisches Labor errichten, um von ihren neuen Erkenntnissen zu profitieren. Ein Genlabor würde ich gerne machen. Ach so, kann ich noch nicht. Muss ich natürlich erstmal. Brauchen wir schon ein Erdwärmekraftwerk 200? Erstmal noch nicht. Gucken wir mal in. Aufträge haben wir nicht, aber im Schwarzmarkt können wir eigentlich auch ein bisschen was von den beschädigten Computern verkaufen. Das brauchen wir alles nicht mehr. Auch nochmal ganz gut. Was sagt denn die Forschung? Eine Drohnenautopsie. Dies scheint eine Drohne, ähnlich der uns bekannten Militärdrohne zu sein. Dieses Exemplar kann offenbar beschädigtes Gerät reparieren. Dr. Shen und ich glauben, es sollte möglich sein, sie einzufangen und für unsere Zwecke im Kampf zu verwenden. Das werden wir nachher auch tun, denke ich. Und so eine Cyberdisk haben wir ja jetzt auch noch mitgenommen. Wir warten noch darauf, ein lebendes Exemplar von der Front zu erhalten. Es scheint, die Männer verwenden sie gerne für Schießübungen. Momentan wissen wir, dass der Cyberdisk, wie sie ihn nennen, schwer bewaffnet ist. Er zeigt jedoch kein klares Verhaltensmuster auf dem Schlachtfeld. Naja, doch. Das klare Verhaltensmuster ist eindeutig, uns auf die Fresse zu hauen. Verfolgen genau Zweitherz, das ist. Verringert den Verlust durch kritische Wunden, das ist auf alle Fälle ziemlich wichtig. So, und jetzt machen wir mal mit dem Plasmagewehr weiter. Noch 4 Tage. Ich denke mal, da wäre vorher noch eine ohne Exalt-Operation. Nein! Und sie haben uns Geld geklaut, die Schweine. So, wen schicken wir denn? Wir schicken Friedrich Hagen. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exor-Zelle zu sprengen in Russland. Vielleicht auch mal noch so 2, 3 Soldaten kaufen. Offiziersschule. Grundlagen haben wir noch nicht. Aber vielleicht mal noch so 5 Soldaten kaufen. Das schadet auf alle Fälle nichts. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. So, Deutschland müssten wir machen. Gibt's Wissenschaftler. Ganz in. Sehr schwer. Ja, muss man eigentlich machen. So, meine beiden Scharfschützen, meine beiden Schweren. Der Sturm. Und dann nehmen wir noch einen. Was nehmen wir denn noch mit? Was haben wir denn hier? Fähigkeiten, Schuss. Unterstützung im Heavy. Ich nehme schwer. Fähigkeiten ist da noch nicht viel. Dann kriegst du mal noch einen Pulsbogen. Den Pulsbogen kriegt man, glaube ich, lieber Zillig. Zillig sollte lieber Sunny kriegen. Das ist ein Scotch. Nehme ich Scotch lieber. Die Granate. Und hat davon 2. Und sehe ich, kriegt Minipacks. Und Soldat Rosen kriegt auf alle Fälle noch eine Schalenrüstung. Dann haben wir alles bei. Alle ausgerüstet, wenn auch noch mit leichten. Schön durch den Strudel durch. Wir haben Sichtkontakt mit Deutschland. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Die Aliens suchen sich weiterhin in mehreren Großstädten überall auf dem Globus Zivilisten als Entführungsopfer. Das heißt, 3 Mutons, eine Cyberdisk. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz.
langsam zu. Bin dran. Könnten hier nämlich überall sein. Aber sind wahrscheinlich irgendwo hier hinter. Irgendwo in den Gebäuden versteckt. Bestätige! Gerade mit dem Sniper mal gucken, wo wir den dann allez, en bouge. Hinstellen mit der Truppsicht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. J'y vais. Bin schon da. Inge Drolsen stürmen nach vorne. Ja, пошла. In Bewegung. Commander, ich würde es für sehr wünschenswert halten, diese Behälter zu bergen, anstatt sie zu zerstören. Nein, habe ich das Behälter zerschossen, was ich bis jetzt noch nicht mal gesehen habe. Nächstes Mal kriege ich ihn. Zweites Sniper. Ich will irgendwas getroffen. Поняла вас. J'y vais tout de suite. Meld immer noch nicht gesehen. So, mal gucken, ob der Mutant sich schon aus dem Ding auswacht. N'avez rien entendu? Ja, пошла. Je suis en route. Mal nach und nach nachziehen. Nur ein bisschen Angst. Ich mach mich los. In Bewegung. Ganz langsam. Selber.
Alles wieder im grünen Bereich. Ganz links. C'est fait, entendu? Okay, da kommt der Mutant wieder reingelaufen und da war aber links auf. Katzig! J'ai raté la cible. En bewegung. X-ray ausgeschaltet. Könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, der Deal ist. Dass da irgendwo noch. Wieder am Start. Dass da links noch irgendwelche. Je mehr du zählst. Sie sind. Oliver! Ja, genau, das meinte ich. Was war das? Nicht zu knapp, glaube ich. Ah, Sinmen. Feind in Sicht. Sinmen sind. Überschaubar. In Bewegung. Positionstausch hier. Ach, das hier war, glaube ich, das Meld, da wo ich im Feuer stehe. Слушай ich. Ein Stück vor mir. Je vais vers la position. Da hat jetzt bloß nicht zu, wie gesagt, da müsste eigentlich noch eine. Weiß ich, es könnte theoretisch noch ein Mutant irgendwo Pack rumlaufen. Eine Cyberdisk ist möglich. Position bestätigt. Auch so ein Mech-Druid oder wie die heißen. Das ist alles nichts, was ich jetzt gerade ausschließen würde wollen, deswegen bewege ich mich hier lieber ein bisschen langsam. Ich hoffe, da ist mir auch keiner böse. Bereit zum Angriff. Fertig und bereit. So. Okay. Da ist auf alle Fälle was los. Слушай ich. Ich me remue. Können wir hier langsam auch mal in die Räumlichkeiten reingucken? Auf dem Weg. Bestätige. Wahrscheinlich irgendwo auf dem Dach oder so. Und ich laufe hier blöde rum. C'est parti!
Sichtung. Bien ce bruit. Ennemi en vue. Alien neutralisé. Wir Tiere ziehen vor Richtung. Nach diese Kühen sind ja auch. Цель не поражена. X-Rays kommen von der Seite. Je me remue. Objet alien en vue. J'ai commencé à les compter. Im Allmarsch. Das war nur wirklich nicht meine Absicht, dahin zu klicken, aber gut. Dann steht Solo da jetzt mal vorne ein bisschen alleine. Drücke aus. Mal guck mal, dass er da irgendwie probieren kann, am Leben zu bleiben. Merci. Anscheinend haben die Aliens den Sektoiden, mit dem wir es bereits zu tun hatten, in eine Art mechanische Körperpanzerung gesteckt. Aller Wahrscheinlichkeit nach, um seine Kampfkraft zu steigern. Ja, natürlich. Wir sollten allerhöchste Vorsicht walten lassen. Alien en mouvement! Ils attaquent au flanc! Die haben mich flankiert! Ils déplacent leur attaque! Führt kein Weg dran vorbei. Und dann können wir uns eigentlich auch danach um den Rest kümmern. Vielleicht. La cible n'a rien. Hier kommt der und Schmerz. Komm, nicht kein Müllbauen. Getroffen. Okay, ist aber noch nicht gewesen. Edu. Es ist noch nicht gewesen. Da ist noch ein. Schieß vorbei. Immer. Und wenn der jetzt Dings erschießt, dann krieg ich die Krise. Macht der Feldboss? Ne, er schießt, er erschießt. Und hier ist es! Nicht auf den ich gedacht hätte, dass er schießt. Je recharge à côté. Oh, der Sniper, das trifft. Adieu. Ein weiterer Tag, eine weitere erfolgreiche Operation. Ja, das ging noch in Köln. Das ging noch ganz gut. Und zurück im Quartier. Unsere Soldaten beeindrucken mich immer wieder aufs Neue, Commander. Die Meldsubstanz, die sie erbeutet haben, ist von enormer Bedeutung für unsere Forschungen. So, tiefe Taschen oder Grenadier? Grenadier auf alle Fälle. Weil da gibt es nämlich auch noch einen Schadensbonus. So, das ist unser Rauchfuzzi. Willen und Chance auf kritischen Schaden erhöhen oder Verteidigung? Verteidigung. So, verkrüppelnder Schuss oder Gefechtsscanner? Truppsicht. Verkrüppelnder Schuss. Und Schnellfeuer oder Ausweichern? Schnellfeuer. Okay.
Medaille des Rats. 10 Meld, Waffensagente und einen mächtigen Kern. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Aber das sollte eigentlich nichts. Okay, USA ist ein bisschen blöd, aber nichts Weltbewegendes. Okay, war es soweit erstmal wieder. Und wir melden uns dann in der nächsten Folge wieder aus dem XCOM-Hauptquartier. Tschüss, schönen Dank fürs Zuschauen.